Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2. Gestern habe ich am Ende der Folge gesagt, wir gehen heute nach Frankenberg. Aus dem Grund, dass wir hier viele Fahrzeuge haben, die über 100 Jahre alt sind. Wir werden allerdings heute uns nicht um Frankenberg kümmern, sondern hier um die zweitältesten Einbeck, denn, drehen wir uns mal um, hier gibt es auch noch, was die Cargos angeht, einiges zu tun. Hier unser Zug kriegt das immer noch nicht hin, alle Sachen abzutransportieren. Hier liegen 450 Güter, hier 420, ja gut, die 94 wird er gleich wegholen. Hier kommen wir nicht hinterher mit der Anlieferung von Werkzeugen und Maschinen. Und wie wir gerade gesehen haben, auch hier sind einige Fahrzeuge über 100 Jahre alt. Also werden wir uns heute um Einbeck kümmern und die Stadt noch hoffentlich ein bisschen zum Wachsen bringen, dadurch, dass mehr angeliefert wird. Gut, womit fangen wir an? Ich würde sagen, erstmal um das, was jetzt gerade schon besteht, und das ist hier die Anlieferung bzw. die Abholung von den Werkzeugen und von den Maschinen. Gut, weiter können wir es nicht ausbauen, wegen dem Straßenanschluss. Dann brauchen wir vielleicht auch mehr LKWs und vielleicht auch neue LKWs. Nehmen wir ganz kurz hier Bretteranlieferung, Fahrzeuge verwalten. Nee. Eine Sache will ich immer noch vorher mir angewöhnen, jetzt zu gucken, Finanzen. Wenn die Finanzen so aussehen, wie sie hier aussehen, wir reden von 3 Millionen Gewinn, 2 Millionen Betriebskosten. Ah ne, Moment, 3 Millionen Umsatz, 2 Millionen Betriebskosten, 1 Million Gewinn. Never change a winning team. Da werden wir jetzt einfach dann die Fahrzeuge ersetzen. Stallanlieferung. Never change a winning team. Würde ich aber jetzt erstmal noch unter... wie heißt das denn? Ich würde das jetzt nicht ganz so streng nehmen, weil das der Minus macht. Denn wir haben ja gesehen, bei der Anlieferung stockt es extrem bei dem Stahl. Deshalb... Heißt das denn das Wort, was ich gerade suche? Egal, das ist auf jeden Fall gerade weg. Wie viel brauchen wir denn hier wohl pro Fahrzeug? Also das oben wären 4. Wir müssen ja auch immer noch den einen mitrechnen. Unten wären wir bei 5. Dann wären wir bei 9 Fahrzeugen. Hier haben wir 3 Fahrzeuge und auch 2 Fahrzeuge. Sind wir bei 5. Also wir brauchen mindestens 5 Fahrzeuge pro Linie. Mindestens. Machen wir erstmal Fahrzeuge verwalten. Wenn wir schon mal dabei sind. Einmal so. Einmal so. Und bei dem würde ich sogar 6 sagen. Und wir nehmen die Linie und machen da... Wir liefern ja auch mehr Stahl an. Deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, wir bleiben bei 6. Also wir machen auch hier 6. Ich wollte erst hier 5 machen. Aber da wir ja mehr Stahl hoffentlich irgendwann mal anliefern, machen wir auch hier 6. Nimmt der Stahl wieder mit? Der klaut uns Stahl, oder? Einwegbretteranlieferung LKW, der klaut uns... Mir wird uns der Stahl geklaut. Moment, wo willst du denn hinfahren? Wieso klaust du uns Stahl und wohin willst du mit dem Stahl? Hierhin. Stahl wird dann wieder nach Einbeck zurücktransportiert? Okay. Wir liefern mehr Stahl als Bretter auf der Linie. Oh, interessant. Okay, wir produzieren angeblich Stahl hier unten für mit. Ja, okay. War das so geplant? Moment, wie war denn das geplant? Also wir haben auf jeden Fall hier sehr, sehr viele Bretter liegen. 1300, um genau zu sein. Und sehr wenig Stahl. Hier haben wir einen Erlensee... Also wir sind jetzt ganz woanders auf einmal gelandet. Aber ich will mir das trotzdem einmal gucken. Hier haben wir Erlensee Stahlanlieferung. Die kommt anscheinend nicht hinterher. So der Zug. Okay, der bringt aber 105 Stahl. Könnte auch mehr sein. Sind wir hier? Aber die Produktion ist voll.
Da geht nicht mehr. Okay, dann brauchen wir wohl mehr. Also deshalb holen die sich den Stahl dann hier aus Einbeck. Hier ist aber noch Luft nach oben. Dann ist das eigentlich auch in Ordnung. Aber wir müssen uns dann jetzt als nächstes um das hier kümmern. Ich muss mir gerade überlegen, wie wir das machen. Mit einem LKW, mit einem Zug geht es ja nicht. Wir laden hier auf, verkaufen hier einen Teil, fahren weiter, verkaufen hier einen Teil und wir brauchen die Sachen in der Produktionsstätte. Also das Verkaufen hier bringt uns noch nichts. Ist die Frage, machen wir drei Züge? Machen wir zwei Züge? Machen wir einen Zug? Oder wie liefern wir das Ganze an? Also der wird auf jeden Fall weiter als Zug fahren. Da habe ich kein Problem mit. Hier könnte ich mir das Ganze ehrlich gesagt ein bisschen kurz vorstellen. Also hier würde ich nicht mit dem Zug anliefern. Hier würde ich eine neue Straße machen, um dann das mit dem LKW anzuliefern. Und hier, boah, das ist schwierig. Also das ist so genau die Distanz, wo ich überlegen würde, einen Zug zu nehmen. Auf jeden Fall kann es so nicht bleiben. Das ist jetzt die Frage, wie genau mache ich das? Ich würde jetzt erstmal sagen, wir kümmern uns um den Steinbruch. Und wir wollen auf jeden Fall auch schnell fahren mit unseren LKWs. Also machen wir hier eine neue Direktverbindung. Zum Ablageplatz. Oh, nee, das ist eine ganz scharfe Kurve. So ist. Ja, kann ich ein bisschen weiter rüber vielleicht noch? Ja, so ist besser. Dann können wir da nämlich abladen. Wie machen wir das jetzt hier? Ich habe gehofft, das geht mit dem Tunnel. Und sieht gut aus. Geht mit dem Tunnel. Sieht aber nicht gut aus. Ich habe so gehofft, dass wir so einen Kreis machen können und dass das irgendwie trotzdem noch gut aussieht. Nee, das wird nicht gut aussehen. Da muss ich mir was anderes überlegen. Was ist denn, wenn wir hier runterfahren? Geht das, dass wir so einen Tunnel machen? Zu niedrig. Dann ganz simpel. Mal bitte genau so. Hier rum. Ich will schon eher etwas schmeidigere Kurve haben. Dann halt einfach so. Gut, dann fehlt uns jetzt noch die Ladestation. Die kommt dann hier hinter. Passt leider nirgendwo anders hin. Und hier sparen wir uns auch ein wenig Weg. Hier müssen wir auf jeden Fall wieder 10 lang machen, das Ganze. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Neue Linie von hier nach Einbeck-Transfer. Ihr seht, Linie 1, ich habe es umbenannt. Da waren ja die ganze Zeit noch 4 Linien aus Bad Homburg von dem Warentransport, die noch nicht umbenannt waren. Habe ich jetzt dann mal endlich gemacht. Das ist dann jetzt Einbeck Kohle LKW 1. Es wird dann, ich mache noch ein LKW 2, wenn ich jetzt schon mal die Strecke dafür gemacht habe. Kommen die dann auch schnell dahin? Ja, ich muss irgendwann auch mal alle Straßen vielleicht auch nochmal nach und nach machen. Oder auch vielleicht auch mal gezielt nachsuchen. Ich möchte gerne. Ja, wie viel möchte ich denn? 5 mal 38 sind 190.
Können wir da jetzt 200 oder können wir da jetzt 400? Ja, wir können 400. Ja, dann möchte ich knapp über die Hälfte sein. Also möchte ich 6 LKWs haben. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir auf 10 irgendwann aufrüsten werden oder so. Aber jetzt machen wir erstmal die 6, damit das Ganze losgeht. Ich hoffe mal, dass jetzt nicht die alles verschwindet. Die können das gerne dahin legen. Aber ich möchte jetzt bei der Linie... Stelle löschen. Oh, perfekt, sie haben es rüber gemacht. Gut, dann könnten wir jetzt auf jeden Fall erstmal mehr Fahrzeuge gebrauchen. Bis das nämlich alles weg ist, dauert. Mache ich 10? Ich mache 10, ich mache 10. Warum mache ich 10? Das ist, hat schon so viele Bauchschmerzen bei uns, auch diese Linienführung da und das ganze Verhalten der Linien. Ich will damit jetzt abgeschlossen haben. Deswegen machen wir da jetzt 10 LKWs drauf. Das hier wird, wenn das jetzt so easy funktioniert, dass das sogar nicht verschwindet, sogar wir das auch noch behalten, mache ich da jetzt auch hier eine LKW-Linie raus. Straßen. Einmal, ja, das können wir ruhig erstmal komplett verbessern. Und ruhig so. Gucken wir mal, ob wir das hier irgendwie noch ein bisschen weiter machen können. Ach, können wir sogar hier komplett. Das ist gut. Gehen wir nämlich einfach von hier rüber. Dann spare ich mir nochmal irgendwie eine zweite Kreuzung, wo wir gegebenenfalls auf den Zug warten müssen. Wenn hier natürlich der Zug fährt, stehen unsere LKWs. Gut, dann nehmen wir jetzt einfach hier das Ende und stellen da auch nochmal eine LKW-Station hin. Auch wieder die 10 Stück. Na, man könnte sogar noch mehr machen, weil das Ganze von den Linien wird da ja gleich drauf gehen. Neue Linie. 1, 2. Wir kaufen wieder 10 Kipper. Und Abfahrt. Hoffen wir mal, dass das jetzt funktioniert. Hier nehmen wir wieder die Linie. Löschen jetzt alte Station 3 raus. Wie fahren wir denn jetzt eigentlich noch? Ach, wir fahren mittlerweile sogar hier durch. Oh, ich dachte, da in Obereinberg wäre Ende. Okay, dann heißt aufladen, aufladen und abladen ist da. Okay. Moment, wo ist unser Zug? Jetzt würde mich mal interessieren, hat er gerade verkauft oder nicht? Das habe ich leider nicht mehr gesehen. Weil wenn er nämlich hier auch Eisenerz verkauft, wird auch diese Station eine LKW-Station. Müssen wir gleich mal drauf achten. Weil jetzt, wenn wir die drei Sachen anliefern mit LKWs, dann werden wir in Zukunft auch alles Eisenerz benötigen. Dann können wir uns nicht erlauben, dass wir hier verkaufen. Und dann könnte man den Zug vielleicht auch ein bisschen kleiner machen. Dafür, dass der so viel verkauft, sind die Finanzen gar nicht gut. Okay, 8 Millionen Betriebskosten, 2 Waggons ist auch nicht wenig. Dann haben wir das jetzt soweit. Ja, da heißt es jetzt warten. Hier haben wir alles weggekriegt, das ist schon mal gut. Wir produzieren dann jetzt hoffentlich bald mehr Stahl. Einmal für unsere Produktion vor Ort. Und einmal... Es ist ein weiter Weg. Obwohl, so weit ist der Weg gar nicht. Es ist ein komplizierter... Ja, nee, auch nicht. Ist auch fast ein direkter Weg. Also wir produzieren hier Stahl. Und hier ist sogar näher. Also hier produzieren wir Stahl in Tana für hier oben.
Jetzt hat sich das Spiel sich gedacht, wir nehmen auch den Stall aus Einbeck, der näher liegt für hier oben. Und der direkte Weg wäre so, wir machen hier einen kleinen Umschlag und fahren dann mit dem Schiff direkt rüber. Boah, geht eigentlich auch als Weg. So, die Frage, wie wir am Ende hier, wie viel wir da brauchen und wie wir da leer oder voll ausgehen. Ein bisschen Luft nach oben ist nämlich. Die möchte ich halt auch gerne irgendwann mal auf 100% sehen. Gut, dann warten wir mal auf den Zug eben, dann können wir das Kapitel nämlich abschließen. Und in der Zeit werde ich mich hier um die Straßen kümmern. Und auch mal wieder diese schönen 30 km/h Straßen hier Geschichte sein lassen. Vor allem, wenn es auch aus der Stadt rausgeht, auch immer noch 30 km/h. Ja gut, wo es nicht anders geht, wo ich Gebäude abreiße, da lasse ich es dann. Okay, der Zug fährt gerade los, das ist gut, dann muss ich den gleich im Auge behalten. Ne, die Straße kann ruhig auf 80 bleiben. Hier können wir ruhig schneller fahren. Wo führt die Straße hin? Da machen wir mal ein bisschen hin. Obwohl, wo ich das Stückchen irgendwann vergesse. Hier geht's leider nicht. Das müssen wir dann irgendwann mal machen. Ich werde jetzt hier einmal auf den Zug achten. Obwohl, der hat noch ein bisschen Zeit vor sich. Dann gucken wir mal kurz nach Einbeck, wie es hier mit dem Nahverkehr aussieht, beziehungsweise wir bleiben jetzt erstmal bei den Gütern. Hier haben wir wieder ein Gebäude, das wird bestimmt nicht beliefert. Oh, das ist sogar sehr gut. Wir könnten hier eine Straße nach unten machen, dann könnte das sogar vielleicht was werden mit dem Gebäude. Ja, werden wir auch tun. Oben hin decken wir alles ab. Hier fehlen auch so langsam ein, zwei Gebäude. Aber wir decken nach unten richtig gut ab. Hier zwei Gebäude fehlen jetzt da oben. Und hier wird vielleicht sich nochmal was hinbauen. Also hier würde ich nochmal einmal eine LKW-Station hinbauen. Dich würde ich... Warum haben wir denn hier zwei Haltepunkte? Brauchen wir eigentlich gar nicht. Straßenzugang. Ich muss oben auf den Zug auch achten. Wo ist der gerade? Okay, der hat noch, wir haben noch Zeit. Ja, das tut jetzt vielleicht weh, weil wir da ein großes Wohngebäude abreißen, aber wir wollen, oder ich möchte hier eine Verbindung haben. Ja, das hätte ich selber gemacht. Danke, Stadt. Das wollte ich selber machen. Ihr könnt mir gerne das hier abnehmen. Dann haben wir nämlich jetzt auch das Gebäude. Und hier oben machen wir einfach... Aber ist eigentlich egal, in welche Richtung. Ich lasse es jetzt einfach so stehen. Auch noch eine LKW-Station. Dann haben wir jetzt, glaube ich, alle Gebäude abgedeckt. Ja, vielleicht ist hier unten noch irgendwo ein, zwei Sachen, aber so sollten wir jetzt alles haben. Maschinenanlieferung, Werkzeuganlieferung. Okay, da müssen wir das Ganze auch nochmal umbenennen. Der Zug fährt gerade los. Einbeckversorgung 1. Versorgung 2. Versorgung 3.
Und weil hier oben auch nicht wenig abgedeckt wird, könnte ich mir vorstellen, dass da ein bisschen was für die anderen Linien mit übernommen wird. Mache ich da mal zwei LKWs drauf. Hier fehlt ein G. Und jetzt bin ich mal hier gespannt. Okay, der ist auch nicht ganz voll. Wie viel hat er jetzt mitgenommen? 111. Müssen wir auch beachten, wenn der jetzt immer nach da oben fährt und nur 111 mitnimmt, dann braucht er auch nicht viel mehr Kapazität. Ja, er verkauft. Damit ist meine Entscheidung getroffen. Auch diese Linie wird rausfallen. Und da werden wir aber einen extra Weg machen. Ich fange jetzt erstmal mit der LKW-Station an. Die kommt hier an die Ecke. Ja, sogar auch noch jetzt auch noch auf der perfekten Seite oder für die perfekte Seite eingestellt. Ja, soll ruhig gerade sein. Ja, schade, dass das nicht funktioniert hat. Klar, bei der Menge hätten wir auch noch einen zweiten Zug gebraucht, aber das wäre ja gar kein Problem gewesen, das Ganze zweigleisig zu machen und einen zweiten Zug zu kaufen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aber ja, wollte leider nicht. So, dann geht es jetzt hier rum. Wo will ich denn ungefähr rauskommen? Ach, wir warten jetzt hier so ewig auf den Zug, weil wir die Wartepunkte weggenommen haben. Wir wollen hier raus. Wir nicht so viele Kreuzungen haben am Ende. Heißt, wir fahren so. Und jetzt, wo wir hinter den Schienen sind, können wir auch Gas geben. Und ich muss da vorne gleich auf jeden Fall nochmal ein Signal platzieren. Dass wir unseren Steinzug nicht so lange aufhalten. Beziehungsweise, nee, ich mache nur ein Signal. Hier soll der ruhig gerne durchfahren, weil der kann ja entweder, wenn der nämlich hier hält, hält er hier auch alles auf. Und hier stört er nicht, weil hier steht er dann nur im leeren Bahnhof, den man auch theoretisch abreißen könnte. Und auch hier 10 Fahrzeuge. Oh, da habe ich noch gar keine Linie für gemacht gehabt, oder? Ne, habe ich noch nicht. So, jetzt fahren zumindest die LKWs einmal los. Ein Weg, Eisen, Erz. Oh, ich bin auch inkonsequent. Mal habe ich das LKW vor der Zahl und ab und zu danach. Hier brauche ich es Gott sei Dank nicht. Aber solange ich ungefähr weiß, was gemeint ist. Nicht Fahrzeuge verwalten. Linie verwalten. Die nächste Haltestelle fällt raus. Das Gute ist, wir verlieren die Rohstoffe nicht, die wir da gerade haben. Das finde ich sehr, sehr gut. Und dann, ach, jetzt haben wir hier gar keinen mehr. Ja, man könnte die Bahnhöfe echt abreißen. Ich weiß nicht, wie viel Betriebskosten man da im Jahr für zahlt. Aber der Zug kann jetzt auf jeden Fall verändert werden. Ja, 110 ist jetzt nicht die Welt. Wie sieht das denn hier aus? Okay, da war auch noch Luft nach oben bei dem Versand und bei dem Transport. Was haben wir denn hier zum Beispiel für einen Zug? 200 Kapazität. Macht Gewinn. Ja, dann würde ich sagen, kopieren wir doch einfach den Zug. Diesel mit 3000 kW. Ja, der kommt mir bekannt vor. Und 10 Waggons. Ach ne, Fahrzeuge verwalten. So, und dann Diesel mit 3000 kW. Und 10 Waggons A20 Kapazität ist der hier. Wir kriegen 27 Millionen wieder. Ist er noch so viel wert? Ah ne, wir zahlen 27 Millionen. Der ist noch 4 Millionen wert.
Okay, das hätte mich jetzt aber auch gewundert. Grundbetriebskosten 8 Millionen im Jahr vorher, 4,6 Millionen jetzt. Ja, das war jetzt eine lange Baustelle. Der Zug war über 70 Jahre alt. 70 Jahre lang hat das hier nicht so funktioniert, wie ich es vorhatte. Das ist echt schade. Ich hatte da so viel Hoffnung in diese Strecke. Hier wurde ein bisschen... Ja, das wollte alles nicht so ganz. Aber mich wundert immer noch, dass wir hier jetzt Stahl auf einmal produzieren. Muss ich dazu sagen. Also Stahl für eine andere Stadt. Und ja, anscheinend auch nicht unwichtig, weil der eigentliche Stahltransport ist ja gar nicht, kommt ja gar nicht hinterher. Ich mache hier nochmal extra zum Abladen Terminals. Das hier bleibt nur zum B- und Entladen. So, wenn man jetzt einfach Eisenerz kommt auf 3, 2 kommt auf 2, 1 kommt auf 1. Damit wir hier nicht so eine lange Schlange haben. Und hier war noch so viel Luft nach oben. Es wird. Wird jetzt auch mehr angeliefert. Haben die das schon alles so langsam weggekriegt? Ja, sind zu bei. Also hier sind wir leer. Hier haben wir vielleicht auch jetzt schon zu viele LKWs. Wir haben natürlich jetzt auch keinen guten Takt. Versand muss noch hoch. Hier ist auch alles weg. Hier sind die LKWs noch nicht angekommen. Der Zug müsste jetzt auch geladen haben. Ja, ist wieder bei 112. Wenn das jetzt echt immer 112 sind, oder warum sind das 112? Der ist auf jeden Fall bei 400, 400 und der fährt fast voll. Man hätte, vorher waren wir 111, jetzt haben wir 112. Ich hoffe mal, das wächst jetzt hier noch ein bisschen, dass wir dann denselben Wert wie hier erreichen. Weil da möchte ich jetzt nicht nochmal hingucken. Ich glaube, wir haben dem ganzen Gebiet jetzt auf jeden Fall geholfen, dadurch, dass wir den Abtransport jetzt manuell machen und wir haben wirklich zu viele Fahrzeuge auf den Linien. Ja, es staut sich auch noch gerade ganz gut. Ja, wir können locker 4 wieder runternehmen auf jeder Linie. Das will ich noch mal ganz kurz machen. 8, 6 reichen, oder? Ach, wir lassen das. Vielleicht später, wenn es das noch mal auffällt, dass hier so viel los ist. Die haben gerade alle einfach nur noch einen schlechten Takt. Wenn das ein bisschen besser ist, vielleicht läuft das dann. Ich möchte da jetzt wirklich mal mit abgeschlossen haben. Deshalb lasse ich jetzt einfach 10 Fahrzeuge. Aber wir sehen uns ja nochmal wieder in Einbeck. Wir sind nicht dazu gekommen, uns um den Personennahverkehr zu kümmern. Wir haben uns wieder um die ganze Industrie gekümmert. Das hoffentlich jetzt auch erfolgreich. Aber wir sind nicht zum Nahverkehr gekommen. Das werden wir dann noch nachholen. Und Frankenberg wollten wir uns ja auch eigentlich drum kümmern. Sind wir auch nicht zugekommen. Wir machen hier sogar Minus bei den Stationen. Okay, das habe ich noch nicht gesehen, dass wir da Minus haben. Ja, Emission ist schlecht. Vielleicht kriegen wir das noch ein bisschen anders hin. Ja, gut, die LKWs fahren auch genau durch die Stadt durch. Aber gut, das ist alles eine weitere Folge. Könnten wir uns mit den Bussen gemeinsam anschauen. Ja, das machen wir dann einfach in der kommenden Woche, würde ich sagen. Dann haben wir das auf jeden Fall hier fertig. Und können dann auch nochmal einen Blick auf unsere Linie werfen, ob vielleicht doch zu viele LKWs sind. Aber da würde ich jetzt einfach mal dem Ganzen ein wenig Zeit geben und lieber ein paar LKWs zu viel als zu wenig, weil auch hier die Industrie ja noch wächst. Das heißt, vielleicht werden auch irgendwann dann mehr LKWs benötigt. Wir sehen auf jeden Fall, wir haben das Lager jetzt voll gekriegt und das sind große Zahlen, die jetzt da noch verarbeitet werden müssen. Deshalb lassen wir dem Ganzen einfach ein bisschen Zeit. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch einen guten Start in die Woche und wir sehen uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin, ciao.